Hallo zusammen und willkommen bei Timo Babbelt. So, es ist wieder soweit ein Timo Babbelt eben, gell? Wir machen mal Bierchen auf und dann fangen wir mal an rumzumeckern, gell? So, Prost! Und da läppern wir schon wieder, gell? Da unten haben wir doch irgendwas. Ja, erst einmal willkommen, ja? So, und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Restsonntag. Oder einen schönen Sonntag oder wie auch immer. Ja, und zwar, ja, was sage ich denn? Ja, meckern, gell? Es steht einiges an. Diesmal auch wirklich ein paar Notizen gemacht. Und bevor wir zu den Kommentaren kommen, ja, es gibt Kommentare und ich bin ein bisschen enttäuscht. Und zwar hat's Pigerge und ich, gell, hier so ein Pläuschen-Bubble-Video gemacht. Und da kam zumindest bei mir keine Reaktion, außer vom Pigerge selbst. Und der schreibt, erster, ich fand's ganz witzig und es hat vor allem Spaß gemacht. Vielleicht wiederholen wir das doch nochmal. Liebe Grüße. Und natürlich Däumchen, gell? Pigerge, Grüße gehen raus, gell? Hat wirklich viel, viel Spaß gemacht. Und ich persönlich finde es zu zweit immer doch ein bisschen schöner, weil man kann zwar zu euch da draußen, zu euch Abonnenten reden, aber eben auch hat mir rechts oder links noch einen sitzen, wo man da auch noch ein bisschen diskutieren kann. Deshalb fand ich das sehr, sehr schade, dass da kaum einer draufgeklickt hat und auch kein Kommentar kam. Ja, nichtsdestotrotz gibt es noch ein Timo Babbelt. Jetzt muss ich suchen, wo auf jeden Fall Kommentare da waren, die ich aber noch nicht, das war 25, also 125. Wow. Das ist schon einen Monat her, gell? Da gibt's. Genau. Ja. Da gehen wir aber später drauf ein. Und ich hoffe, dass da doch noch ein bisschen was. Ja. Auf jeden Fall im Thumbnail werdet ihr ein paar Wörter lesen oder gelesen haben oder auch vielleicht im Titel. Mal gucken, wo ich das überall reinhau. Und da will ich doch ein bisschen drauf eingehen. Ja? Jetzt brauche ich mal einen Stift. Ich muss nämlich hier mal was aufschreiben. So, und zwar fangen wir mal so an mit Enttäuschung. Ja, da waren wir ja eben schon. Und es hört sich schlimmer an, als es ist, gell? Also nehmt das jetzt nicht zu ernst, gell? Aber trotzdem ein bisschen, vielleicht ist Enttäuschung auch das falsche Wort, weil dann wäre ich ja von euch enttäuscht, ja? Oder von mir enttäuscht, aber das bin ich ja gar nicht, gell? Ich bin nur ein bisschen, allgemein, ja? Die Aufrufe werden weniger. Die Kommentare werden weniger
Und das finde ich so ein bisschen so schade, ja. Natürlich, ja, ich sage es jedes Mal, ihr müsst euch jetzt nicht gezwungen fühlen, oh, wir müssen den Timo hier unterstützen, wir müssen hier jedes Video angucken. Nee, wenn euch was nicht gefällt, ja, oder das Thema euch nicht interessiert, dann müsst ihr das natürlich auch nicht gucken. Wäre ja blöd, gell, mache ich ja auch nicht. Ich gucke ja auch keine Videos, die mir nicht zusagen. Ja, also, aber es ist trotzdem zu sehen, es wird weniger. Und da macht man sich als YouTuber doch so ein bisschen Gedanken. Ja, also, ich werde jetzt hier nicht aufhören. Gell? Oder die Gedanken spielen jetzt nicht, oh, ich höre jetzt auf. Also, nee, 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 gell? Da braucht er gar keinen Gedanke zu machen, das nicht, aber ich habe mir Gedanken gemacht über eine Umstrukturierung des Kanals, was anderes zu machen, was euch eben vielleicht besser gefällt. Vielleicht ist es auch meine Art, ja, dass ihr sagt, oh, mit dem komme ich einfach nicht zurecht, ja. Weil er eben so ist, wie er ist, ja, und das ist ja auch völlig okay, gell? Ich gucke auch manche YouTuber nicht, weil ich einfach, weil diese Art, ja, mir einfach nicht zusagt, ja, und wenn man mit den Leuten einfach nicht zurechtkommt, wenn man schon merkt, oh, das ist nicht so meine Art, dann guckt man es eben auch nicht, und das ist ja auch völlig in Ordnung, gell? Aber man merkt das eben, gell? Man merkt es eben. Und da ist mir eine Sache ganz besonders ins Auge gesprungen. Und zwar, ich bin jetzt fertig mit den Star Wars Figürchen, ja, mit den Schiffen. Ja, ihr bekommt noch ein komplette Overview darüber, gell, über wo die stehen und sowas. Aber an für sich, ich bin jetzt fertig. Die Videos war immer sehr aufwendig und dadurch hat sich das immer so ein bisschen gezogen, bis ich da mal ein Video rausgehauen habe. Die Videos hatten nie viele Aufrufe, die Videos hatten nie viele Kommentare. So. Ich beende das und fange das nächste schon wieder an, was genau in dieselbe Richtung läuft. Und zwar die Geschichten aus der Gruft. Und da sind wir bei dem Wort Abbruch oder Aufhören oder wie auch immer. Ich werde die Reviews zu der Geschichten aus der Gruft abbrechen. Ob ich die alle jetzt löschen werde, oder ob ich sie lasse und vielleicht später irgendwann mal wieder, vielleicht habe ich hier irgendwann mal wieder Bock drauf, gell? Ich denke, so werde ich das. Ich werde die trotzdem lassen. Und wenn ich mal wieder Bock drauf habe, dann mache ich weiter. Denn ich habe zwar Bock, die zu sehen, aber so einen Abend zu machen, ach ja, komm, ich lege mich abends jetzt mal hin und gucke mir mal da so 2, 3, 4, 5 Folgen an. Das ist eben halt auch nicht drin, weil ich danach gleich das Video drehen muss. Weil wenn das dann ewig dann zurückliegt, hast du auch keine Erinnerung mehr dran. Und auch die Videos sind sehr aufwendig, da ich ja wirklich dann Bilder raussuchen, reinblenden, schneiden und sowas. Und das ist doch schon ein bisschen aufwendiger, ja. Und da, wo ich teilweise auch sage, da muss ich 4, 5 am Stück drehen und muss die dann versuchen nach und nach. Und ja, also es ist nicht so, dass ich da jetzt so Bock habe, die Videos zu drehen. Obwohl zu drehen ja, aber das am Ende dann auch so zu schneiden und sowas. Und da habe ich tatsächlich keinen Bock drauf, ja, oder wenig Lust drauf. Und dann kommt nämlich da auch noch die Aufrufzahlen, die Kommentare noch dazu.
dass man dann einfach so sagt, ja, okay, es sind ein paar, die es interessiert, aber jetzt nicht so, dass man da so mit Elan rangeht, jawohl, die warten drauf und das ist es leider so nicht. Und ich werde mir die jetzt angucken, nach und nach. Und wenn ich dann doch noch Bock habe, mache ich weiter. Aber erst einmal ist das ganze Projekt gecancelt. Ja, wir hören auf damit. Ja. Oh, und dann kommen wir zum nächsten. Und zwar zu weniger. Ja. Und zwar werde ich weniger Videos machen, was ich ja die ganze Zeit schon auch schon gesagt habe. Ich mache weniger. Ich habe jetzt noch zwei Videos, die ich schon fertig geschnitten habe, die kommen. Und dann bekomme ich noch einen Film. Da mache ich auf jeden Fall auch noch eine Review dazu. Und wenn sich eben was anbietet, wo ich sage, ja, da habe ich Bock drauf, dann mache ich das eben. Wenn es mehr wird, wird es mehr. Wenn es weniger wird, wird es weniger. Aber ich möchte mich doch mal ein bisschen was anderem widmen. Habe ich ja auch schon mal gesagt, dass ich eigentlich Bock habe auf Toplisten. Weil ich das richtig interessant finde in der Hinsicht, gerade wenn mehrere Leute so eine Top-Liste raushauen. Ja? Der eine macht, keine Ahnung, ich hau jetzt einfach mal Terminator raus. Ja? Da macht einer Top-Liste Terminator, dann macht noch jemand Top-Liste Terminator, macht jemand noch eine Top-Liste Terminator. Und wenn du da ganz viele hast, finde ich das sehr interessant, was eben andere auch dazu sagen. Ja, wie ist das Ranking? Warum wurde der höher gewählt als der andere Teil? Ja, und weil jeder hat ja eine andere Meinung. Ja, jeder hat eine andere Sicht zu den Filmen und einen anderen Geschmack. Und da finde ich das sehr interessant. Und ich habe ja tatsächlich mal eine Top-Liste vor Jahren schon mal gemacht. Und die habe ich nie veröffentlicht. Weiß gar nicht mehr zu irgendeiner Filmreihe. War das zu Freddy? Ich weiß es nicht genau. Und da habe ich gemerkt, das ist scheiße. Ich habe es nie veröffentlicht, weil ich es einfach scheiße fand, was ich da so gemacht habe. Ja. Und ich denke, mit der ganzen Erfahrung, YouTube, was man so über die Jahre hat, denke ich, würde ich es mir wieder mal zutrauen. Und aber man muss halt die ganzen Filme gucken. Und wenn ich mir jetzt so eine Reihe vornehme, dann kann das eben auch schon mal 1, 2, 3, 4 Wochen dauern, bis ich eben so eine Reihe auch mal fertig geguckt habe. Und deshalb könnte es mal auch ein bisschen länger dauern und andere Videos eben hinten anstehen, ja, und deshalb weniger werden. Wir werden sehen, was daraus im Endeffekt wird, ja, mal gucken. Ja, wenn ihr natürlich, gell, ihr könnt alles mal unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr was loswerden wollt, gell. So, dann kommen wir zu Erfahrung. Und zwar habe ich durch den Urlaub, den wir gemacht haben, eine wie soll ich sagen? Etwas erfahren, was ich so. Mir fehlt da ein Wort, gell? Gibt so ein besseres Wort dafür, aber das irgendwie ist mir das total entfallen. Und zwar habe ich da eine Erfahrung. Ich habe etwas erfahren, ja, über
mich selber ein bisschen und das möchte ich ein bisschen in die Tat umsetzen, was ich teilweise auch schon gemacht habe. Und zwar ja im Urlaub war es ja so, wir waren ja mit dem Schiff unterwegs und auf See hast du eben kein Internet. Wir hatten Tage kein Internet, nur wenn wir mal auf Land waren. Und auch fernsehtechnisch gab es da nicht viel, was man da hätte gucken können. Abends immer mal irgendwas aus dem Fernsehen, irgendwas, was da lief, mal geguckt, aber auch nicht wirklich geguckt, weil man ist dann halt auch schon früh ins Bett teilweise. Und das hat mir richtig gut getan, ja. Einfach kein Internet zu haben, einfach weg von allem zu sein, einfach komplett, ja, Internet weg, Fernseh weg, Filme weg, alles weg und sich komplett auf einen selber und auf die anderen Personen, ja, also hier die Freundin Picker, Familie Picker, so darauf konzentrieren, ja, was macht man und so weiter und so fort. Und das fand ich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Und das möchte ich auch weiterhin so halten, dass es hier bei mir Tage gibt, da wo ich einfach das Handy weglege und einfach mal nichts im Internet gucke, nichts am Handy gucke oder Gott weiß was und auch mal keinen Film gucke, wo man sich wirklich, es bietet sich ja jetzt langsam an, es wird ja Sommer, ja, oder es wird wärmer, sagen wir es mal so rum, wo man sich abends einfach mal hier draußen hinsetzen kann, mal ein Brettspiel spielt, einfach mal weg von allem, ein bisschen Musik halt im Hintergrund dudeln lässt, ein bisschen was trinkt, ein bisschen, also muss jetzt nicht Alkohol sein, gell? Aber wo man dann auch so ein bisschen Brettspiele oder Karten oder Gott weiß was oder Würfel, irgendwas so ein bisschen spielt und einfach mal den ganzen Tag eben von morgens bis abends einfach mal abschaltet, ja. Und das soll so in Zukunft wohl regelmäßig hier passieren. Ich bin noch gespannt, wie ich mich da durchsetze, selber durchsetze. Ich habe jetzt schon Tage gehabt, da habe ich jetzt einfach mal einfach so ein Handyspiel nebenbei laufen gelassen, ab und zu mal was gedrückt, gell? Ist schon weniger, als ich sonst als mache, ja. Und ja, dass man halt einfach mal mehr Zeit für andere Dinge hat, ja. Hier auch ein bisschen draußen, ein bisschen basteln, sich um die Gatte kümmern, um Gott weiß was und einfach mal weg vom Internet. Ja. Und da wird es auch dann alles ein bisschen weniger. Ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken, wie sich das durchsetzt hier. Ja, es ist teilweise, also am Ende von der Reise, vom Urlaub, hat man dann auch bei mir schon gemerkt, oh, ich muss mal wieder einen Film gucken. Das war so wirklich so ein Drang. Und im Moment muss ich es gar nicht gucken. Ich gucke viel nebenbei mit meinem Schätzelchen so ein bisschen Assi-TV, gell? Ach du Scheiße, gell? Hör mir auf damit. Weil mir gerade, wenn ich ins Regal gucke, lange, lange brauche, um einen Film rauszusuchen. Schatzi, wenn du willst, guck doch einen Film. Du musst nur Bescheid sagen. Und dann sitze ich da eine Stunde und finde keinen Film. Weil entweder, ah, der war nicht so gut, oder ah, der war richtig gut, aber den habe ich schon 100 Mal geguckt, ah, habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Und so geht es hin und her, bis ich sage, ach, ich gehe ins Bett. Ja? Oder wir gucken da diesen Scheiß da, was die da laufen lässt. Und ja. Im Moment, es ist mit Thema Film so ein bisschen, geht's bergab. Keine Angst, gell? Vorbestellung ist schon da und andere Bestellungen sind schon unterwegs. Also in der Hinsicht,
Ja, Problem hatte ich auch, Saw X, das Mediabook ist zu mitten im Urlaub gekommen, dann haben die das ging es zurück zu PlayOn, habe ich die angeschrieben, hey, schick doch mal los, ich bin im Urlaub. Und die haben gesagt, ja, wenn die Retoure da ist, dann schicken wir es noch mal los. Ich habe mich dann noch mal gemeldet, es kommt nicht mehr. Ja? Also die melden sich auch per E-Mail gar nicht mehr. Jo. Mal gucken, ob ich das noch zum Normalpreis bekomme. Aber das Mediabook, da gebe ich auch mehr aus, weil ich von Anfang an diese Mediabooks sammle. Ja? Seitdem die rauskommen, jedes Mal. Ja, nur diesmal wahrscheinlich nicht zum Normalpreis. Mal gucken, ob sich PlayOn noch mal meldet oder ob die das schweigend einfach versuchen hinauszuzögern. Aber Geld haben sie auch noch keins zurücküberwiesen. Also, vielleicht habe ich nur Glück. Ja, genau, das ist so das Ganze drumherum, was mich so ein bisschen mit dem Kanal so ein bisschen beschäftigt. Also es ist jetzt noch nichts in Stein gemeißelt. Ja, doch Geschichten aus der Gruft auf jeden Fall. Aber mal gucken, wie es in Zukunft weitergeht. Aber aufhören tue ich auf jeden Fall nicht, gell? Weil dafür habe ich doch noch viel zu viel Spaß dran, gell? Auf jeden Fall mit den ganzen Freaks und so. Ja, dann habe ich hier noch aufgeschrieben Angst. Und zwar ja, habe ich einen Haufen Zahnarzttermine. Und da will ich euch ja auch ein bisschen auf dem Laufenden halten. Der Timo, Angstpatient, gell? Ihr wisst's. Der vielleicht gar kein Angstpatient mehr ist. Ja, der Timo ist teilweise gar nicht zu den Untersuchungen gegangen oder Gott weiß was, hat die Termine verstreichen lassen, hat sich dann sogar in Narkose legen lassen, um einen Zahn zu ziehen, weil er so einen Schiss hatte. Und jetzt war ich dort vom Urlaub und habe gedacht, komm, ich lasse mir mal hier unten den Zahnstein wegmachen. Damit es noch damit so ein bisschen schicker aussieht, gell? Und dann bin ich zum Zahnarzt und der, ich muss da mal die Chefärztin rufen. Und ich so, ach du Scheiße, gell? Und da hatte ich gesagt, hey, Sie haben Parodontitis, ja? Also irgendwas mit Zahntaschen und Gott weiß was. Und das ist eine Therapie, die geht 2 Jahre lang. Aber vorher muss das ganze Gebiss eben in die Reihe gemacht werden, sonst dürfen die nicht anfangen. Also natürlich machen wir. Also hier angefangen, also ein Tag, zweiter Tag, hier unten dann irgendwas noch, da kommt der dritte Tag. Und ich muss sagen, die Spritzen haben super gewirkt, die Ärzte haben es super gemacht, ja, der letzte war so lala, aber ich liege nicht mehr auf dem Stuhl und schwitze und sonst was. Das ist nicht mehr der Fall. Es kann sein, dass dieses Angstgefühl weg ist. Also ich gehe da jetzt auch nicht mit Angst hin. Und ich hoffe, es bleibt so. Und dann hätte ich wirklich nach dem Monat April. Also ich hatte jetzt da 2 Termine, nächste Woche habe ich 2 Termine und dann noch einmal, ich glaube noch mal 3 auf den April verteilt, dass das alles hier mal in der Reihe ist, gell? Und dann kann ich sagen, hey Timo, du hast es geschafft, ja? Und da freue ich mich drauf, einfach zu sagen, hey, du hast mal deine ganzen Zähne machen lassen. Ich muss auch sagen, hier vorne hatte ich immer so eine Lücke. Ja, da ist jetzt noch so ein bisschen Zement. Das muss man, das geht so nach und nach aus der Lücke raus, haben sie schon gesagt. Aber diese braune Lücke, die ist weg. Ja?
Und es sieht alles schon nach und nach ein bisschen hübscher aus, gerade weil es auch vorne immer war. Ich freue mich, wenn ich das geschafft habe, ja. Und vielleicht ist die Angst weg. So, ich habe, bevor wir auf eure Kommentare eingehen, die jetzt auch schon einen Monat zurückliegen, möchte ich was verschenken. Ja, an euch da draußen. Und zwar, ich habe mein. Jetzt muss ich lügen. Sechsjähriges. Ich habe mein Sechsjähriges. 6 Jahre YouTube. Das sind 6 Jahre, oder? Doch, es sind 6 Jahre. Leck mich am Ammel, am Abel, gell? 6 Jahre. Ja, und 1500 Abonnenten. Das auch noch erreicht. Habe ich noch irgendwas erreicht? Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe mir ein paar Filme hier rausgesucht, wo ich sage, die will ich euch geben. Ja? Ist da Schrott dabei? Wir wissen es nicht. Ist was Tolles dabei? Wir wissen es nicht. Aber Besseres habe ich nicht. ja, also erstmal ein Schlückchen trinke. Und dann zeige ich euch mal in die Kamera, was ihr haben könnt, was einer von euch haben kann. Und ich mache das hier, weil ich, ja, hier sind so meine Hauptabonnenten, möchte ich mal sagen, ja, die wegen mir hier sind, ja. Und natürlich sind, da gibt es Abonnenten, die gucken sich nur das an, da gibt es Abonnenten, die gucken sich nur das an, da gibt es Abonnenten, die gucken sich nur das an. Aber wenn ich eben ein reines Video mache, ich verschenke was, ist mir eben auch schon passiert, dass da welche mitmachen und sich nicht melden, ja. Und dann musst du nochmal machen und nochmal und darauf habe ich keinen Bock. Und hier ist es eben auch komplett anders da, ja. Weil wer hört sich jetzt schon eine halbe Stunde Gebabbel an, ja, und meldet sich am Ende dann nicht, gell? Ja, die Auslosung werde ich. Es steht dann entweder nächste Woche oder übernächste Woche gibt es dann die Auslosung. Steht dann auch im Thumbnail und im Titel drin Auslosung, ja, damit ihr da auch Bescheid wisst, ja. Ja, was habe ich denn für euch? Ein Film, den ich persönlich gar nicht gut fand, aber vielleicht beiße ich mir irgendwann in den Arsch, dass ich ihn weggegeben habe. Und zwar mit einem Schauspieler, den ich eigentlich sehr gerne mag. Aber der Film mir nicht gefallen hat. Ja, eigentlich wollte ich ihn behalten, habe mir dann gedacht, ach, den guckst du eh nie wieder. Aber naja, also wir haben hier den hier. The Humanity Bureau. Ja, Flucht aus New America mit Nicolas Cage. Ja, und hier, das ist so ein bisschen postapokalyptisch. Ja, hat mir nicht wirklich gefallen, aber vielleicht ist da draußen ein Nicolas Cage-Fan, der sagt, hey, der fehlt mir noch, ich sammle alles von dem, ich habe da Spaß dran. War ich auch mal, aber nee, 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 hat mir nicht so. Hier hinten steht auch Science-Fiction-Endzeit-Thriller, ja. Also, den könnt ihr bekommen. Dann, warum liegt der drauf? Egal, ja, hab ich jetzt abgegradet. Hier Contagion, ja. Ein Katastrophenthriller mit Viren und sowas. Super Film. Dann gebe ich her, habe ich abgegradet, Scream 3 auf Blu-ray.
könnt ihr auch haben, ja. Ein sehr, sehr schöner Scream-Teil, auch wenn er ein bisschen viel Overacting ist. Dann habe ich mir die 4K geholt, deshalb kann der weg. Drive mit Ryan Gosling und auch hier ein richtig, richtig geiler Film. Doch, ja. Vielleicht hat der ein oder andere den noch nicht. So, dann, ja, hier habe ich mir die Blu-rays auch geholt. Und zwar habt ihr hier die DVD zu Dune, ja, mit William Hurt. Also die Serie. Alec Newman. Uwe Ochsenknecht. Oje, oje, oje. Ja, genau. Also hier die TV-Serie, 273 Minuten. Das ist der erste Teil sozusagen. Also von den neuen Filmen Part 1 und Part 2. Dann haben wir hier, das ist anders dann noch nie veröffentlicht worden, noch nie anders da verfilmt worden, und zwar Children of Dune. Und hier spielen mit Susan Sarandon, Alec Newman, aber auch, da spielt doch irgendwo. Alec Newman, James McAvoy, genau, der spielt ja auch mit. Und hier habt ihr die komplette Serie Children of Dune, 251 Minuten. So, und jetzt habe ich drei Sachen. Einmal gebe ich her Train to Busan, ja, das Metal Pack. Auf Blu-ray, hier ist auch noch der erste Film dabei, Seoul Station, der Anime ist hier auch noch dabei. Ich glaube, da sind auch ein paar Karten und sowas noch dabei. Das bekommt ihr. So, und jetzt habe ich hier noch zwei Sachen liegen. Einmal ein Out-of-Print-Titel. Also ich hoffe, dass der, also ich glaube, dass der immer noch out of print ist. Der wird eigentlich auch schon gesucht. Oder zumindest vor ein paar Monaten noch, gell? Und ich habe den damals für ein Appel und ein Ei gekriegt und dann war das Ding out of print und dann wurde gesucht. Mir persönlich hat er nicht gefallen, ja. Und deshalb sage ich, scheiß drauf, ob der out of print ist oder nicht. Du guckst den nicht mehr an, nie mehr in deinem Leben. Und dann möchte ich ihn euch geben. Kafer. Kafer hier, Unrated Edition in einem DVD, in einem Schuber von NSM das Ganze. Gibt es nur auf DVD, wenn ihr da Bock drauf habt. Ja, also ihr seht da hinten schon, es wird gematscht. Ja, aber mir persönlich hat er nicht gefallen. Kann raus. Und dann haben wir noch ein Mediabook. Ja, weil der Timo ein, oder wie wir alle Sammler, einen blöden Tick haben. Und zwar The Man Who Haunted Himself. Ja, auf Deutsch, ein Mann jagt sich selbst mit. Wer spielt mit Roger Moore das Ganze, ja. Roger Moore hier in einer Doppelrolle. Ein schöner Film, ja, von Wicked Vision das Ganze. Und den gebe ich her, weil ich mir das Mediabook nochmal gekauft habe, mit Absicht, aber mit deutschem Titel. Weil hier The Man Who Haunted Himself. Mir ist die ganze Zeit, oh, wie heißt der Original? Also, wie heißt der deutsche Titel? Wie heißt der deutsche Titel? Es steht ja nirgends hier irgendwie drauf. Und da habe ich gesagt, du brauchst die deutsche. Da habe ich mir das deutsche Mediabook gekauft. Und hier, das kann nun weg an euch da draußen. Das war's, ja?
Das könnt ihr bei mir bekommen. Und zwar, was ihr tun müsst, ist einfach ein Hashtag in die Kommentare setzen. Und zwar das Hash, den Hashtag, also der Raute, gell? I want it all. Ja? Also, wie der Song. I want it all. Einfach unten Hashtag I want it all. Und dann könnt ihr rausgefischt werden und einer bekommt es. Juhu! Gell? Damit ich euch auch mal ein bisschen was hier zurückgeben kann. So, meine Hübschen, hier nochmal ein kleiner Einwurf. Ja. Und zwar haben wir uns entschieden, ins Kino zu gehen. Ja, jetzt rein. Ja, wir sind die ganze Zeit schon am Überlegen. Jetzt haben wir aber gedacht, komm, machen wir eigentlich spontan. Gehen wir ins Kino und zwar in Godzilla X Kong. Und wenn ihr das Video hier seht, habt ihr vielleicht auch schon meine Review dazu gesehen, wie der Film war. Keine Ahnung, ja. Mir geht es aber darum. Und zwar habe ich das auch schon ein bisschen mit den Freaks ganz kurz mal so angerissen, gell? Und zwar, ich blende es euch hier irgendwo ein, was ich für die Tickets bezahlt habe, ja? Und es ist ganz, ganz komisch. Und zwar, wenn ihr mittags reingeht um 14 Uhr, bezahlt ihr, also bei uns im Kinopolis, große Kette, gell? 12 € Eppes, ja? Und dann, wenn ihr mittags, also so, ich glaube 17 Uhr oder so reingeht, bezahlt ihr, oh, ich müsste ich lügen, keine Ahnung, ja, aber wieder etwas mehr. Und wenn ihr abends reingeht, 20:30 Uhr, dann bezahlt ihr 16,49 €, glaube ich, für eine Karte. Für eine Karte. Und der Film dauert 115 Minuten. Da könnte man sagen, oh, ist da vielleicht Überlänge oder sowas dabei? Ja. 3D-Aufschlag. Ich habe noch nie so viel für ein Ticket bezahlt. Und muss ich sagen, das war der Grund, warum ich mir es überlegt habe, gehst du ins Kino oder gehst du nicht ins Kino? Weil wir haben jetzt für drei Karten 50 € bezahlt und das ist nur der Eintritt, ja. Also da haben wir noch nichts getrunken, noch nichts geknabbert oder sonst was. Da sind wir am Ende für drei Personen bei über 100 € und ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg ist. Ich weiß auch nicht, gell? Auch für Dune, der ja Überlänge hatte, haben wir, glaube ich, nur, keine Ahnung, bestimmt 12 €. Ich glaube, das kostet immer so irgendwas zwischen 11, 12 €. Also bei uns zumindest. Aber 17 €, 16,50 € für eine Karte. Boah. Oh, da musste ich schon mal schlucken, gell? Wie sieht es bei euch aus? Sind die Preise teurer geworden? Ja, nein. Würde mich mal sehr interessieren. Aber ich sehe auch was Positives dran. Und zwar, der läuft nur in kleinen Kinos. Ja? Also der läuft nicht in einem Riesenkino, sondern wirklich nur in so Babykinos. Und ist noch lang, da ist so gut wie nichts los. Da ist so gut wie nichts reserviert. Ja? Also wie wir reserviert haben, da war in dem Kino 20:30 Uhr, waren vielleicht 15 Plätze, die vorreserviert waren. Und das kann vielleicht aber auch was Positives sein, da eben dadurch, dass der so teuer ist. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt nur der Film ist, gell? Dass da vielleicht nicht so viele Idioten reingehen, weil die sich denken, wie bitte 20 € für ein Ticket? Ne, 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 das gebe ich nicht aus, da warte ich lieber. Ja? Kann vielleicht auch sein, ja, dass das was Positives ist. Aber das habe ich jetzt auch mal schnell hier nachgedreht. Ja?
weil mich das dann doch interessiert. Wie sieht das bei euch aus? Sind die Kinos aufgeschlagen, ja, mit ihren Preisen? Bei euch auch? Oder ist das hier bei uns nur so ein Einzelfall? Ich kann es nicht sagen, gell? Aber ihr könnt es mir sagen. Schreibt es mir mal unten in die Kommentare, wie das bei euch aussieht. So, und jetzt würde ich sagen, weiter im Programm. So, und jetzt kommen wir zu euren Kommentaren von vor über einem Monat oder einem Monat. Genau, und zwar einmal der Matthias, gute Matthias, Grüße gehen raus. Gute Timo, die Preispolitik in letzter Zeit ist schon wirklich heftig geworden. Expendables für 18 Euro, John Wick immer noch 20 Euro, da kann ich gerne verzichten. Wie jetzt da die Preise sind, aber das waren ja Neupreise und die Preise gingen ja auch nicht runter. Ich habe jetzt auch den ein oder anderen Film gesehen, wo ich schon Bock drauf hätte. Es kommt der Dicke und das Warzenschwein kommt raus mit Bud Spencer. Einmal mit Comedy-Fassung und mit der Kinofassung, der ernsteren Fassung, kostet auch über 20 Euro. Ja. Ist mir auch ein bisschen zu viel, ja, 20 Euro für eine Emery. Ja, aber da laufen wir hin und ich glaube, dass das noch nicht das Ende ist, ja. Wir werden in Zukunft 100%ig, da bin ich überzeugt von, werden wir für Emirates wahrscheinlich um die 25 Euro bezahlen müssen, werden. Es hat ja schon angefangen, hier die einen da wo ich das Street Fighter, die Trilogie her habe. Ja, okay, da ist ein Schuber und sowas drumherum, aber nichtsdestotrotz, da kostet die Emirates, Scanavo Case ist das ja, aber trotzdem, ja, kostet 30 Euro. Und ich denke, dass wir da auf jeden Fall hinsteuern, weil einfach alles teurer wird und wir es ja trotzdem bezahlen. Für manche Filme zumindest. Da werden wir in Zukunft hinsteuern. Wie lange das noch dauert, keine Ahnung. 5 Jahre, 10 Jahre. Aber so nach und nach, langsam wird sich das nach oben schleichen. Und na klar, wir werden dann nicht mehr so viel kaufen, aber ich denke, für den einen oder anderen Film werden wir immer noch Geld hinlegen, ja. Ja, ich bin, was das angeht, ein geduldiger Mensch und irgendwann geht der Preis automatisch runter. Ja, irgendwann geht es auch runter. Außerdem gibt es ja noch Flohmärkte, Medimobs, Sozialkaufhäuser und so weiter. Was ich da teilweise für Schnäppchen gemacht habe, unglaublich. Liebe Grüße, Matthias. Ja, kann man. Also ich wüsste jetzt, bei uns Medimobs habe ich auch schon Schnäppchen gemacht. Sozialkaufhäuser wüsste ich gar nicht, wo was ist. Und Flohmärkte kannst du bei uns abhaken, weil bei uns auf den Flohmärkten sind nur Händler. Obwohl, ich glaube, Spickage hat mir so App empfohlen. Da muss ich den auch mal anschreiben, gell? Was so Flohmärkte oder sowas angeht. Vielleicht gibt es ja hier mehr Flohmärkte, als ich weiß. Ja? Aber auf die großen brauche ich gar nicht mehr hinzugehen. Da war ich so oft, ja, und da wollen die ja für die Filme immer noch einen Arsch voll Geld, teilweise nur Händler dort. Und Matthias, danke für deinen Kommentar. Als nächstes der Flohmarktmaster, gute. Diese John Woo Filme, 28 bis 30 in einer Plastikhülle, was läuft da falsch? Und da habe ich mir auch ein bisschen schlau gemacht. Tatsächlich alle asiatischen Filme, sei es Action, Horror oder auch Anime, besonders Anime, die haben andere die Rechte, die Kosten an den Rechten sind da wohl höher, ja. Und deshalb kosten die da auch ein bisschen mehr, was trotzdem schweineviel Geld ist und ich einfach sagen muss, okay, wenn da wirklich ein Film dabei ist, wo ich sage, den muss ich haben, ja, dann gebe ich es aus, wie bei den Street Fighter Filmen, aber dann war es das auch, ja, und da mache ich mir doppelt und dreifach Gedanken, ob das jetzt sein muss,
oder ob ich sage, nee, so wichtig ist das nicht. Ja. Ja. Bei dem letzten Evil Dead gab es nichts an Extras. Das war echt schwach und kein Wendecover. Der Blu-ray, Cover der Blu-ray. Die Preispolitik war schon immer so Mediabook etc., Steelbook plus Future Pack, alles Kosten, die im Pressewerk entstehen. Das entsteht im Pressewerk anstehen. Das laufende Kosten und Bezahlung der Mitarbeiter. Ja klar, da steht noch viel, 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 viel mehr dahinter. Ach so. Ja, da steht noch viel, viel mehr dahinter. Was mich so ein bisschen aufregt, es wird so viel angekündigt und dann aber Mediabook, Steelbook. Vor allem in letzter Zeit viel wieder Steelbook, Steelbook, Steelbook. Und ich bin ja kein Freund von Steelbooks. Und das war's, ja. Da kommt dann nichts mit Emery oder Gott weiß was. Also nichts im Keepcase. Und das ist so ein bisschen, was mich stört, ja. Ich find das super, ja, wenn ein Steelbook kommt. Ich finde es super, wenn da ein Mediabook kommt. Ein Digipack oder Gott weiß was, ja. Einfach eine schöne Edition. Die muss mir nicht gefallen. Die muss auch euch nicht gefallen. Aber irgendjemandem gefällt diese Edition. Und dann finde ich das schön, wenn derjenige diese Edition auch kaufen kann, ja. Aber es sollte auch immer eine Keepcase-Fassung rauskommen, damit diejenigen, die nur den Film wollen, sich auch nur den Film eben anschauen können und sich dann Gedanken machen können, hey, der war super, ich kaufe mir doch noch mal ein Mediabook. Oder dass sie sagen, ah, das reicht, ja. Und ich habe ein bisschen Geld gespart. So sollte das sein. Und ich bin immer noch dahinter. Es werden jetzt alle Star Wars-Serien rausgehauen. Ja, alles im Steelbook. Ich will die im Keepcase. Mir wurde ja schon gesagt, ah, die kommen im Keepcase. Wann? Wo? Wie? Es ist nichts angekündigt, ja. Und es kommen als weitere Serien raus. Aber nichts im Keepcase, ja. Und mir geht es einfach nicht um den Preis, ja. Also schon ein bisschen 60 Euro. Für so eine Serie mit ein paar Folgen ist schon, aber mir geht es auch darum, ich finde das schöner im Regal, wenn ich da jetzt von Star Wars die Keepcase hätte. Ja. Ich bin mal gespannt, ja. Und ja, aber ja, es wird immer weniger in allem, wie du auch schon sagst, Pitt. Evil Dead, hatte Evil Dead Rise, gell, hatte kein Bonusmaterial und sowas. Die haben Bonusmaterial, ja. Da wird wahrscheinlich irgendwann auch noch mal ein Mediabook kommen und da wird wahrscheinlich was drauf sein, ja. Oder eine Bonus Blu-ray, ja. Dass die das nicht gleich raushauen, ist doch schade, ja. So, als nächstes der Sebastian, gute. Gute Timo, auch von mir herzlichen Glückwunsch zu 1500 Abonnenten. Vielen lieben Dank. Da du ja nach Kommentaren gefragt hast, wollte ich auch was schreiben. Ich habe damals für die ein oder andere DVD auch ein kleines Vermögen bezahlt, meist indizierte Filme. Ist eben ein Hobby, da gibt man gerne Geld für aus. Wo die Grenze liegt, entscheide ich je nach Film und Edition. Schöne Grüße aus dem Taunus, Sebastian. Schöne Grüße in den Daunus, gell? Ist ja fast um die Ecke. Fast. Ja, also, damals hat man eindeutig mehr bezahlt. Ja? Also wir können uns schon glücklich schätzen zu den Preisen, die wir heute haben. Wir können uns auch glücklich schätzen, wenn die Keepcase 20 Euro kostet. Früher war alles teurer. Es war einfach so. Sei es die VHS, die ja richtig schweineteuer war, ja, wo man ja dann auch doch von 100 Mark bis 300 Mark oder 400 Mark
schon alles Mögliche bezahlt hat. Gerade wenn dann wirklich indizierte Titel rauskamen, die man einfach sonst nirgends bekommen hat. Ja, ich habe damals für den ein oder anderen VHS-Film aus der schwarzen Serie von Astro gebraucht 60 Mark bezahlt. Ja, gebraucht. Und DVDs genauso, gerade frisch indizierte Titel, alles Astro, gell? Als es rauskam, da hat man noch richtig Geld bezahlt. Ja? Natürlich wurden die nach und nach auch immer günstiger, weil eben dann auch die DVDs nach und nach immer günstiger wurden. Aber das war so von teuer zu, kommen wir verschenken es und jetzt geht es eben auch wieder nach oben. Und ich sage auch, es gibt Filme, da bezahle ich ein Schweinegeld für und mir ist das egal. Ja, weil ich einfach weiß, der Film gefällt mir, dafür gebe ich Geld aus. Ja, Dune habe ich diese Glasbox für 100 € gekauft, war mir egal. Ja, Dawn of the Dead für 100 € war mir egal. Ja, wenn jetzt eine Riesenedition kommt von Tanz der Teufel, ja, die kostet 100 €, ist mir egal. Ja. Wenn sie schön ist. Das natürlich auch. Wenn der Inhalt natürlich dann auch das ist, was ich möchte. Ja, wenn da natürlich irgendein Scheiß drin ist, der mich überhaupt nicht interessiert, dann lasse ich es auch liegen, ganz klar. Aber zu manchen Filmen würde ich sagen, okay, den kenne ich, der ist super, den gucke ich auch noch 100 Mal in meinem Leben, da gebe ich jetzt mehr Geld aus. Ja? Also es kommt immer darauf an, wie viel Geld man da auch für aus, also wie oft guckt man den Film, wie oft guckt man sich die Edition an und dann ist eigentlich das Geld dann auch relativ egal, ja? Relativ. Sebastian, danke für deinen Kommentar. Als nächstes. Hey, geh auf. Katze und Braut, Gude. Hey Timo, Top-Video mal wieder, aber wollte gerne mal sagen, dass ich seit kurzem die Filme von Marian Dora gucke und sie absolut liebe. Sehr schön. Da dachte ich mir, dass ich auch mal Pesttauch und Maria D. gucken will, finde aber das Mediabook nicht und muss das haben. Da wollte ich fragen, ob du vielleicht über einen Verkauf nachdenken könntest. Da habe ich tatsächlich nicht geantwortet. Da wollte ich eigentlich drauf antworten. Also erst einmal schön, dass du dich da an Marian Dora rantraust, ja, und dass dir das alles sehr gefällt. Ja, das Mediabook ist schwer zu bekommen. Es gibt aber auch noch, ich glaube, DVD-Emirates. Die hat Black Lava damals auch rausgehauen. Also musst du nicht unbedingt jetzt nach dem Mediabook gucken, wenn es nur rein um die Filme geht, sondern auch die Emirates. Vielleicht findest du da was. Ich gebe den nicht her. War auch damals so ein bisschen kampfmäßig. Kriegst du den nicht. Und eigentlich gebe ich allgemein nichts aus meiner Sammlung. Es gibt Sachen, die suche ich selber, ja, und auch die sind schweineteuer. Aber es gibt dann eben auch so Filme, wo ich sage, wenn jetzt jemand kommt und mir das in die Hand drückt und sagt, hier, nimm, los. Zum Beispiel Della Morte, Della More, ja, in der großen 84 Hardbox, ja, schweineteuer. Hätte ich gerne, ja, mit dem schön gezeichneten Cover, ja. Aber selbst da, ja, ich hab 'n auf Blu-ray da, das ist jetzt eigentlich nur so ein bisschen Verschönerung und selbst da würde ich es aber auch nicht hergeben, gell? Und auch andere Filme, was in der Sammlung ist, ist in der Sammlung. Und meist bleibt es auch in der Sammlung, bis auf ein paar andere Sachen. Aber entweder da war der Film eben nichts für mich, ja,
Oder ich habe mir da, ich habe abgegradet oder wie auch immer. Ansonsten verlässt eigentlich, was fest in der Sammlung ist, meine Sammlung auch nicht, gell? Weil irgendwann würde ich dahinterher rennen, schade, hätte ich doch gerne wieder, und dann laufe ich dahinterher. Und deshalb tut mir leid, ja. Aber das ist ja auch das Schöne, gell? Man kann ja fragen, ja, man muss nicht immer ein Ja bekommen, aber man kann ja mal fragen, denn sowas ist eine Jagd, ja. Einfach eine Jagd nach einem Mediabook, das out of print ist. Und irgendwann ist es da und du kannst es greifen, du hast es gekauft. Ein Tipp von mir wäre eben, Filmundo regelmäßig durchzustöbern, und aber auch in verschiedenen Facebook-Gruppen, ja, sich zu bewegen. Ich kaufe da zwar so gut wie nie was, ja, also es ist wirklich selten, ja, dass ich da mal was kaufe. Aber ist auch eine Möglichkeit. Habe ich auch schon Schnäppchen gemacht und mal was gefunden, was ich sonst nie gefunden habe. Aber wenn ihr da draußen, ja, jetzt machen wir hier mal einen Aufruf, Katze und Braut, ja, sucht das Mediabook zu Pesthauch der Menschlichkeit und das Verlangen der Maria D. Wenn ihr es habt und es loswerden wollt, ja, dann schreibt einfach unten in die Kommentare, ja, unter das vom letzten Video oder auch hier, gell, drunter: Hallo, ich hab's, ich will's loswerden. Und entweder ihr tauscht euch in den Kommentaren aus oder ihr schreibt mich an, ja, und ich versuche dann irgendwie den Kontakt zwischen euch herzustellen, ja, damit ihr das dann irgendwie machen könnt, ja. Aber wenn jemand was sucht, ja, und jemand was loswerden will, warum nicht? Gelle? Ich hoffe, du hast Glück und kriegst es. So, danke für deinen Kommentar. Als nächstes Lederchens Gruselkiste. Hallo Timo, wie immer eine tolle Ausgabe von Timo Babbel. Vielen lieben Dank. Zu deiner Frage, wie viel man für einen Film maximal ausgeben möchte. Ich habe mir selbst die Grenze von 50 Euro aufgestellt. Das ist ein super, super Preis, gell? Denn das ein oder andere Mediabook ist ja auch mal teurer. Und mit Porto kann man auch mal schnell auf die 50 Euro kommen. Und 50 Euro für einen Film, das ist schon gut, gell? Weil alles, was drüber ist, ja, ist eigentlich Spielerei. Ja, also das ist dann irgendeine Special Edition, die man nicht braucht, ja, die zwar schön sind, aber die braucht man dann doch nicht, gell? Deshalb 50 Euro ist super. Da kriegt man eigentlich alles, ja, oder fast alles. So, ich denke, das ist schon teuer genug, ist aber nur meine Meinung. Doch, doch. Also bei mir stehen auch noch Filme an, die um einiges teurer sind und teilweise sogar Keep Cases, die out of print sind, die um einiges teurer sind. Vielleicht hier nochmal ein Aufruf. Okay, ich habe im Moment keine Kohle, aber vielleicht für die Zukunft. Nochmal, ich suche Crying Freeman, die 4K Amaray Keep Case. Ja, also ist 4K und Blu-ray drin. Die suche ich für einen guten Preis. Ja, Fright Night 2 in der Keep Case suche ich. Und also beides. Also Fright Night Blu-ray natürlich. Und eine DVD suche ich, und zwar Hämoglobin, ja, mit Rutger Hauer. Ja, der ist auch, da ist, glaube ich, die DVD auf 1000 oder 2000 Stück limitiert.
auch schon ewig out of print. Das sind die drei, die ich auf jeden Fall so immer mal im Auge habe. Aber da kann man nicht mehr viel tun, ja. Vielleicht hat der ein oder andere und sagt, hey Timo, komm, ihr hast es für ein Appel und ein Ei. Kriegt auch zwei Eier. Aber ja, wer gibt sowas aus der Sammlung raus? Aber irgendwann ist es eben so, gell? Man sucht und sucht und irgendwo siehst du dann auf einmal was. Hermit, ja? Und dann hast du es, ja? Ich habe schon einige Filme, da habe ich jahrelang gesucht und gewartet und auf einmal hast du es in der Hand. Und das ist dann auch ein schönes Gefühl, gell? Das ist das Jagen eben. Kennst du den Film The Suckling? Wenn ja, wie hat er dir gefallen? Liebe Grüße, mein Freund, ich wünsche dir und allen, die gerade zuschauen, einen schönen Sonntag. Danke, wünschen wir dir auch. The Suckling. Habe ich das erste Mal auf Blu-ray gesehen, vor 1, 2 Jahren oder sowas. Und das ist so ein bisschen so Mischung aus, was habe ich da jetzt gesehen? Und doch, der war gut. Ja? Also gerade dieses Monster, diese Effekte und sowas. Hat mir gefallen, ja. Tatsächlich, ich habe die bisher einmal gesehen, ja. Und steht immer noch an auf eine Zwotsichtung, weil wenn man den jetzt so einmal gesehen hat, ah, okay. Und wenn man den eigentlich ganz gut fand, sollte man sich den doch noch irgendwann mal noch ein zweites Mal ansehen, um das ein bisschen zu festigen, das Ganze. Das steht noch aus. Aber ich persönlich fand den gar nicht mal so schlecht. Ja, war ja auch ekelhaft, wie das Ding da in den Kanal runtergespült wurde und da unten im Kanal liegt. Das war schon ekelhaft, gell? Aber ich fand ihn gut, ja. Auch wenn sehr, 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 sehr trashig, ja. Und teilweise auch sehr billig. Ja, die Synchro und die schauspielerische Leistungen, die waren, wie ich so in Erinnerung habe, nicht top. Ja, aber der ganze Rest. Aber ich stehe halt auf so einen Scheiß, gell? Genau. Olli, danke für deinen Kommentar. Als nächstes, Subconscious 4. Hi, Timo. Ei, Gude. Oh. Ach, ein bisschen Deutsch kannst du, das ist gut. Weil hier jetzt so. Live Englisch ist ein bisschen schwer. I wish you and your family a good time on vacation. Dankeschön. Josie is on a vacation far away. Ich liebe das. Also das Lied allgemein, gell, aber. Vielen lieben Dank, hatten wir. Ich verspreche dir, du wirst die Polarlichter nie wieder vergessen. Take care, PS, congratulations on reaching 1500 Subscribers, gell? Jo, Dankeschön. Ja, was so die Polarlichter angeht, das ist ja alles so ein bisschen fake, gell? Denn so wie man es im Fernsehen sieht, so oder auf Bildern, so sieht man das ja gar nicht. Das sind einfach grüne Wolken. Natürlich gibt es stärkere und schwächere. Wir hatten ein paar schwächere. Da ist das einfach eine grüne Wolke, die da oben ist. Und erst wenn du ein Foto machst, ja, mit dem Nachtmodus, danke Pickerschen, und dann sieht man erst das ganze Ausmaß, weil das, was wir auf Bildern sehen, ja, von den Nordlichtern, das kann das menschliche Auge so gar nicht erfassen. Natürlich, wenn es ein bisschen stärker ist, sieht man auch ein bisschen mehr. Aber im Grunde genommen, ja, deshalb ist auch viel, wenn es heißt, oh, in Deutschland, ja, Nordlichter. Und viele sagen, ich habe gar nichts gesehen, dass das natürlich sein kann, weil man einfach nach oben guckt und nicht wirklich was sieht, ja. Und sich dann denkt, das sieht irgendwie anders da aus, die Wolke. Aber warum ist da jetzt eine Wolke, ja? Und das ist dann das Nordlicht, ja. Also wenn ihr denkt, wenn es mal wieder so weit ist, Nordlichter in Deutschland, und ihr denkt, auch das könnte eine sein, einfach mal
hochhalten, mit dem Handy, Nachtmodus an, Foto machen. Mit meinem Handy hat es nicht funktioniert, weil es Blade ist, ja. Hat eine Scheißkamera, gell? Aber dann könnt ihr es dann besser erkennen, ja. So, danke für deinen Kommentar. Und jetzt zum nächsten, da habe ich sogar kommentiert. Ja, und zwar Wicked Vision hat kommentiert, ja, und ich habe das gar nicht so realisiert, dass das unter dem Timo Babbelt war, gell? Und er schreibt, und er schreibt, danke fürs Lob. Und ich habe natürlich gleich einen reingehauen da ohne, und zwar zu Recht, ja, also fürs Lob, ja, also zu Recht lobe ich Wicked Vision. Ihr macht alles richtig, bis auf die Änderung von Hochglanz zu matten Mediabook. Das war schon ein Schlag in die Fresse, aber da habe ich mich schon dran gewöhnt, denn das Wichtigste ist zwar Wichtigste und zwar habe ich sogar Scheiße geschrieben. Und zwar der Inhalt ist und bleibt immer noch in alter, sehr guter Qualität. Weiter so. Also das Wichtigste ist immer noch der Film. Und die Qualität dahinter, ja, und das hat Wicked Vision auf jeden Fall drauf, ja, also die Qualität der Filme, die Qualität, die Filme aufzubereiten, aufzuarbeiten, die Qualität der Booklets in den Mediabooks, die Qualität von dem ganzen Bonusmaterial. Jetzt kam ja der neue Film raus, Der Tote auf der Wäscheleine mit Holz, ja, mit was zusammenzubasteln und sowas, ist eine super Idee. Müsst ihr nicht jedes Mal machen, gell? Weil wohin damit? Ja? Aber ich fand das jetzt mal super schön. Sowas gab es auch noch nie, dass da Holz dabei liegt und du was zusammenbauen musst. Ja? Eine Buchstütze in dem Fall. Fand ich super und habe den Trailer gesehen, habe gedacht, ach doch, der Film ist was. Dann kam das da mit der Buchstütze, habe ich gesagt, hey, sowas musst du kaufen, gell? Was hat es, 10, 15 € teurer war das, aber habe ich gedacht, egal, ich will das haben, gell? Ja, es war schon ein Schlag in die Fresse, dass auf einmal da ein mattes Mediabook lag, wo ich gedacht habe, selbst Wicked Vision verändert sich. Obwohl ich immer der Fan von matten Mediabooks war, ja? Aber da die ganze Zeit hochglanzt und dann auf einmal nicht, dass man sieht es am Spine eben, wenn du die ganzen Mediabooks da stehen hast und hast dann mittendrin ein mattes, dann glänzt das alles und dann matt und dann glänzt es wieder als Beispiel, gell? War nicht so schön, gell? Aber ja, ich habe mir jetzt was ausklabustert, dass das dann doch irgendwie passt, ja? Und hab mich dann doch schon damit abgefunden, ja, denn es, wie es halt schon so ist, der Inhalt ist das, was in erster Linie zählt, ja, und deshalb auch Lob gehen da auch raus, dass ihr auch eben jeden Film oder fast jeden, ich weiß es gar nicht, eben auch in Scanavos rausbringt mit demselben Inhalt. Und das ist super. Ich glaube, da fehlt halt nur das Booklet, oder? Ich weiß es nicht. Aber sonst Bonusmaterial und so ist ja alles noch mit drauf. Und das ist eine super Sache, dass er da einem auch eben später, ja, dass man erstmal die Mediabooks verkauft und dann das. Aber wenn man das schon im Voraus weiß, ist das doch auch in Ordnung. Deshalb, Wicked Vision macht alles richtig. Bisher. Jeder hat mal so eine Tiefphase. Aber das war's mit Timo Babbelt. Danke, dass ihr dabei wart, gell? Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag und einen schönen Start in die neue Woche. Bei mir wird es jetzt erst mal so langsam, ja, durch die Arbeit auch. Ist jetzt viel, viel angesagt. Kriegen wir auch rum, gell? Ja. Also. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Danke, dass ihr dabei wart. Schreibt auf jeden Fall was unten in die Kommentare. Denkt dran,
Hashtag I want it all, wenn ihr das alles haben wollt. Und packe ich noch was dazu? Ich weiß es nicht. Wenn wir mal sehen, gell? Aber derjenige bekommt das dann. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Euer Timo.